Moin, sehen ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 3 Titan Lords. Wir waren im letzten Part dabei, ein bisschen die restlichen Magier-Kisten zu analysieren, ein bisschen reinzugucken, ein bisschen die Schnute reinzustecken und nun schnacke ich gerade mal mit ihm hier. Ich muss noch einige Dinge berechnen. Den Reaktor zu starten hat höchste Priorität. Okay, darum geht's also. Und er will halt lecker Sachen haben, okay. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Wir haben einen Aurikulki gefunden, dass wir jemanden zurückbringen können. Und zwar, wie hieß er? Zakar? Mal gucken. Bringe Zakirs Aurikulki zurück. Wo ist denn Zakir? Vorne am Eingang steht er irgendwo rum. Okay. Dann bringen wir ihm mal sein Aurikulki. Da wird er sich aber freuen, ne? Da wird sich einer aber freuen, dass er sein Aurikulki wiederbekommt. Können wir nicht Magie steigern? Noch nicht. Wie viel Ruhm haben wir? Ja, 3110. Das ist auch nicht so viel, ne? Brauchen wir noch ein bisschen. Da vorne ist er doch, der gute Zakir. Wandert hier herum. Zakir, bleib mal im Stehen. Moin. Ich habe hier dein Aurikulki gefunden. Frag nicht wie, aber ich hab's gefunden. Ich habe dein Aurikulki gefunden. Zakir dachte, Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matav Haruko. Jetzt braucht Zakir neue Versteck. Bessere Versteck. Du machst das schon. Jip, jip. Zakir ist schlauer als jeder Homie. Wenn du das sagst, warum ist denn eine Pfeife dein Aurikulki geworden? Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Dingy. Verwandelt Kraut in Rauch. Schmecken prima. Du rauchst? Ja, aber nur wenn niemand guckt. Zakir will ja nicht teilen müssen. So sind's ja die Kleinen. Ne? Ja, nur wenn keiner guckt, ich will nicht teilen, Alter. Das ist meine. Mein Kram ist das. Gut, das war das. Was haben wir denn noch? Noch mehr? Was fehlt denn noch? Achso, ich kann Agila jetzt Bescheid sagen, dass ich das alles gefunden habe, oder was? Okay, machen wir das mal. Wo ist der Gute? Denn der ist unten, hier oben drinne. Wo werde ich ihn finden? Der ist bestimmt hier unten in der Kneipe. Agila, so. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich habe alle Truhen der Magier geplündert. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Bist wohl von Gnomen aufgezogen worden, was? Ja. Was würde ich dafür geben, deren Gesichter zu sehen, wenn sie merken, dass ihre Truhen leer sind? Ein letzter Tipp noch. Prahl damit nicht im Lager rum. Sonst bist du die Dinger schneller los, als dir lieb ist. Ja, das dachte ich mir schon. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Schleichen lernen. Bring mir bei, wie ich gut schleichen kann. Kopf tief halten, hinter Sachen verstecken und auf keinen Ast treten. Achte immer darauf, wo du hinläufst. Aber schwieriger ist es nicht, gesehen zu werden. Also bist du am besten nachts unterwegs, wenn alle schlafen. Allerdings ist nachts auch weniger Lärm und man hört dich leichter. So, was hat er noch? Patzerknacken lernen, Meisterdieb lernen, das brauchen wir alles nicht. Danke dir, das reicht schon. Gut, das war... Achso, SDG links, schleichen. Gut. Kjell! Taranis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nee, da hast du wohl recht. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Schätze heben wir erstmal noch auf. Besonders fette Beute, das heben wir uns auch noch auf. Legendäre Gegenstände, Takarigua und... Das sind wir auch noch nicht, gut. Takariga, da gehen wir als nächstes dann hin. Crew. Alter, was ist denn da alles los? Jafar anheuern, finde Patty. Erstmal brauchen wir ein Boot, vorher brauchen wir noch keine Kuh holen, das reicht der Schatten. Kristalle sind für immer. Das Kristallenportal an der Krabbenküste. Die Fuego, machen wir dann irgendwann mal. Neue Verbündete, Verteidigung, Minenbericht. Es müssten auf der Rand etwa 4 größere Kristallvorkommen existieren. Jeder davon soll erschlossen werden. Okay, das heißt, hier fehlt noch was. Die neue Mine. Gardi vermutet ein reiches Kristallvorkommen in einer nahegelegenen Höhle. Ich soll allerdings als erstes hingehen. Wer weiß, was dort zu finden ist. Wo ist denn das? Ja, unten, ach, das ist diese Höhle, genau. Dann gehen wir doch mal hin. Und da ist auch dieser große Monolith, von dem wir gesprochen haben. Na dann, auf geht's. Zack.
Können wir doch direkt mal gucken gehen. Dann können wir uns auch mal den Monolithen anschauen. Ups. So. Na, du kleiner süßer Vogel. Du bist so süß. Ich muss dir leider volles von aufs Maul geben. Tut mir sehr leid. Aber es muss leider so sein. Ne, der steht wirklich nicht mehr auf. Das ist vorbei mit dem Aufstehen. Hallo Ente, ich muss auch dich leider umbringen. Es tut mir sehr leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Oh. Dit ist er wohl, der Blitzmonolith. Das hier würde einen wunderbaren Opferplatz abgeben. Ja, das wird dir gefallen, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott. Ah. Hey! Keine Ahnung, irgendwie. Ich hab's nicht. Deb Scavenger sind übel. Irgendwas mache ich beim Nahkampf offensichtlich falsch. Aber es ist halt draufhauen. Es ist im Dreierrhythmus draufhauen. Blocken 1, 2. Und er kann halt meinen Angriff kontern, wie ihr seht, der Vogel. Wie jetzt auch wieder. Das ist einfach nur krass. 1, 2 und er kontert meinen Angriff. So, dann kann ich blocken und wenn ich jetzt aber angreife, jetzt kommt der Konter. Zack. Keine Ahnung, Bruder. Ich weiß nicht, wie man das vernünftig machen soll. 1, 2, 3. Blocken. Was nicht geht, er geht durch meinen Blocken. Ich bin halt einfach zu scheiße. Ist halt auch so. Ich werde hier von einem Scavenger platt gemacht. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist ein fucking Scavenger. Meine Güte, endlich ist er tot. Ich bin so froh, wenn wir Magier sind. Wenn wir endlich zaubern können. Hast du den Rest schon platt gemacht? Das ist nett von dir. So. Bin froh, dass ich dich dabei habe, mein Kumpel. Ohne Spaß. Ohne dich wäre das hier wirklich nicht schön. Oh, aber ich habe ein bisschen Angst, da ranzugehen. Ich speichere erstmal zwischen. Hier müssen wir doch bestimmt so einen Stein nachher reinpacken. Monolithen einsetzen. Ja, guck mal. So, das müsste es gewesen sein. Das ist der erste. Wenn wir da schon mal da sind, dann kann man das ja auch mal eben machen, ne? Der Blitzmonolith im Osten. Sehr schön. Ich freue mich jetzt schon auf die restlichen. Aber das wird. Macht euch da mal keinen Kopf. Oh, schön. Wir schaffen das. Ich bin da zuversichtlich. Ich will unbedingt möglichst schnell zaubern können. Nun gehen wir jetzt aber erstmal in Richtung dieser Höhle. Ich habe da unten gerade noch ein paar Sandteufel gesehen. Sandteufel und ich, wir sind ja so. Da kann nichts schief gehen. Die nehmen wir natürlich gerne mal mit. Vorher mal quicksaven. So, um den Scavenger kümmern wir uns gleich. Oh, ist ja auch wieder alles am Start, ne? Was ist das? Aus deiner Haut mach, mach ich eine Mütze! Ah. Das war's mit dem Vieh. In der Drehung. Oh, was ist hier los? Ich glaube, das soll so nicht sein. Das ist ein bisschen am Glänzen, der Stein. Das ist der glänzende Stein von Zilden. Ah, nee, wir sind ja nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr. Gothic 3. Ist schon ein bisschen her, ne? Wenn man überlegt, wir haben echt schon einige Abenteuer erlebt. Und wir haben noch so viele vor uns. Ohne Spaß. Ja, ja, schön hier reingepackt. So lohne ich mir das. Vernünftig. Oh, oh, die dicke kommt, die dicke Krabbe. Yep, und raucht auf den Apparat. Hier auf diese Riesenkrabbe einprügeln, Alter. Jetzt drauf, rauf, ihr süßes, weiches Innere. Es liegt brav. Das war's mit dem Schießen. Ein Glück.
So, was haben wir denn da hinten? Das sieht ja verdächtig aus. Muschel? Muschel. Sieht aus, als hätte hier jemand Salzwasser abgeschöpft. Okay. Was sagt mir das? Das werden wir wahrscheinlich noch irgendwann rausfinden, aber aktuell sagt es mir noch nicht viel. So, in diese Richtung sollte gleich die Höhle sein. Boah, kümmern wir uns aber noch um die Scavenger, die da rumwackeln. Kleine glückliche Scavenger. Hallo. Endlich kriegt man das okay. Was zu tun. Es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ey, alles gut. Oh, oh, au. Gut so. Gut so. So, noch ein paar Vögelchen. Noch zwei, dann ist das Achievement ready. Ja, sammeln wir doch die schöne Muschel ein für meine Sammlung. Aber ist auch Muschelsammler, ne? Ich wasche die dann zu Hause schön aus. Und dann lege ich mir die als Deko hin, ne? Man kennt's. Eieiei, Mann, muss doch nicht so aggro sein, wie der gleich richtig Bock hatte. Der hat ja richtig Bock. Der Sandteufel hat richtig Bock, Alter. So. Guten Tag, das ist ja noch einer. Ich habe gerade schon deinen Bruder umgebracht. Kannst du eben rankommen? Er hat einfach sehenden Auges in mein Schwert gerannt. Das war's mit dem Vieh. Das war's mit dem Vieh. Das ist die Höhle. Das ist noch irgendein Fettsack. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Zack! Da habe ich dir dein Auge geschossen. Ja, los, rauf! Rauf! Der liegt da gerade. Wehrlos. Und wieder rauf. Guck mal, wie seine Beinchen zittern. Armes Vieh. Das ging schnell. Ja, wir haben auch diesmal haben wir auch echt gut zusammengearbeitet. Das war klasse. Bei uns, so bitte ab jetzt nur noch. Das war Teamwork vom Allerfeinstesten. Vom Feinstesten. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Immer drauf. Der steht nicht mehr auf. Ist doch gut so, der soll mal schön liegen bleiben. Der hat sich seine Pause redlich verdient. Wir gehen jetzt mal hier rein, ne? Ab, rennen in eine Höhle. Rennen in eine Höhle, rennen in eine Höhle. Geräuschkulisse ist schon mal einladend. Wird doch so ein Gürtel hier noch, genau. Guck mal, das nehmen wir erstmal mit. Ne, Rasse. Kann man das hier einsammeln? Nope. Das ist Gürteltier, guck mal. Und aufsammeln. Ja, dann würde ich sagen, erstmal nochmal hier gucken. Hier geht's rein. Was ist das dann hier? Es geht sowohl oben als auch irgendwie unten rein. Aber es wird gespeichert, das ist immer gut. Was haben wir denn da? Sieht mir sehr nach einer Falle aus. Und rüber. Oh. Der arme kleine Gnom hat das nicht geschafft. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mine. In der Mitte! Minenkobolde! Bones! Wir schaffen das! Oh. 10! 10! Na, das wird ein Vergnügen. Ja! Wow, den habe ich mal eben aus dem Leben katapultiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Und dann bleib mal entspannt bitte, ja? Bums hier, guck mal, direkt in dein Gesicht.
Also ich stehe direkt vor dem Minenkobold, aber glaubst du, ich treffe mit meiner Waffe natürlich nicht. Ich bin so scheiße, dass das nicht funktioniert. Unglaublich. So, dann eben noch mehr Proviant zu sich nehmen. Grog, Wein. Okay, wir gehen mal eben vorsichtig und ohne Hass, ne? Gehen wir mal weiter. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Noch. Bald nicht mehr. Lecker Brot können wir mitnehmen. Kleine Brotzeit, ne? Das war meine gerade aus dem Universum katapultierte Minenkobold. Dann können wir doch mal hier wieder ein bisschen Proviant zubereiten. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Komm, gönn dir mal eben noch den Zimmer braten. So, da haben wir auch schon wieder ein bisschen, wie sagt man, Proviant generiert. Das ist eine schöne Sache. Schön. So. Huse. Hammer. Eine Voodoo-Puppe. Silberbecher. Ein Krug. Ein Goldsack. Eine Gabel. Nimm die Gabel. Ah, hier. Das ist doch gut. Kristallader direkt abernten. Sehr schön. Didim. Okay. Ja, Quick Save, nun gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen, wa? Unten war nichts mehr, ne? Ne. Gehen wir mal oben lang. Ah, so Höhlen, die du riechen kannst, ne? Geil. Moin! Oh! Ah, noch nicht mein Rücken, Junge! Oh, hier habt ihr gesehen, war ein Double Slash. Triple Kill! Monster Kill! Oh. Ey, noch nicht immer so in meine Fresse! Ich bin angehender Magier, Bruder. Ich lerne das noch. Au! Ich bin zu doof. Einfach zu doof. Ich freue mich jetzt schon auf Elex, ey. Da machen wir wieder Nahkämpfer bei Elex 1, ne? Alter, da wird lustig. Da werde ich all eure Hilfe und euren Support benötigen. Das sage ich euch jetzt schon. Sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Aber ich wurde ja schon beruhigt. Das ist ja inzwischen wohl gut gepatcht und einfacher geworden. Boah, so dicken Schinken mitnehmen, wieso denn nicht? Oh! Oh, das war knapp. Fernrohr. Besen. Die haben richtig Schätze angehäuft. Irgendwo muss noch einer fehlen. Einer fehlt noch irgendwo. Okay. Oh, schön, dass man so ein Fass ran, ne? Oh, lecker. Das sieht doch gesund aus. Okay, jetzt sind da Termiten plötzlich. Aber gehen wir mal weiter, ne? Weil, ja, jetzt sind da plötzlich Termiten. Ist das so? Hallo? Na? Hör auf, mich voll zu schlabbern, Alter, mit deiner Scheiße da. Ah! Ja, Hahn ist gut. Lass mich eben noch eben überleben und dann machen wir ja schon Pause. Das war's mit dem Vieh. Meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht. Ihr wisst, was das bedeutet. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wir machen dann an dieser Stelle hier gleich erstmal, wenn wir den Termitenkrieger platt gemacht haben, einen schönen, entspannten Break. Wenn euch das Ganze gefallen, ne? Oder nicht gefallen hat, dann lasst doch mal bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne
unser Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part Wubala wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.